Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute für euch meine Morgenroutine und zwar die Real Life Edition. Also nicht wie damals vor ein paar Jahren diese richtig aufgehübschten, glamourösen Morgenroutinen, sondern einfach mit viel mehr Realität. Wir werden tatsächlich von unseren Schränken geweckt. Das haben wir so eingestellt, dass sie einfach ab einer gewissen Uhrzeit immer heller werden und ich liebe es einfach. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie von einem natürlichen Sonnenaufgang geweckt zu werden. Wir haben natürlich trotzdem noch einen Wecker mit Ton, einfach zur Sicherheit. Ich stehe morgens immer zwischen 7:30 und 8 Uhr auf, denn das ist die Uhrzeit, bei der Jonas aufstehen muss. Und da wir immer gleichzeitig ins Bett gehen wollen, stehen wir auch morgens gleichzeitig auf. Dann gehe ich erstmal ins Bad, Gesicht waschen, Haare bürsten. Super oft putze ich mir da auch schon die Zähne. Irgendwie mache ich das tatsächlich recht oft vor dem Essen. Mag ich irgendwie lieber. Und dann geht es auch schon in die Küche. Manchmal gibt es was super glamouröses zu essen und ich mache irgendwas mit einem fancy Küchengerät, was super gesund ist. Vor allem jetzt, wo das neue Jahr gestartet hat, mache ich das manchmal. Manchmal ist es aber auch super unglamourös und einfach nur das, was im Kühlschrank steht, gerade rausgestellt und Hauptsache schnell was essen. Übrigens ist das Wetter heute super mies. Ganz dunkel, wechselhaft, ein kleines Trauerspiel. Aber egal, es wird trotzdem ein cooler Tag. Dann mache ich auch schon das Bett. Das ist tatsächlich meine absolute Lieblingsaufgabe im Haushalt, weil es mir immer das Gefühl gibt, dass ich mein Leben im Griff hätte. Unsere Matratze ist die Emma 25 Federkern und zum Beispiel im Gästezimmer von meinen Eltern, in dem wir immer schlafen, wenn wir sie besuchen, liegt die Emma 1 Federkern. Die ist auch Testsieger und wir sind mit beiden Matratzen sehr, sehr happy. Falls ihr Emma Matratze noch gar nicht kennt, ihr habt da kostenlosen Versand, die Abholung ist auch inklusive, ihr könnt auch 100 Nächte Probe schlafen, ihr habt 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern, also eine wirklich sehr, sehr nice Sache. Also da werdet ihr definitiv, finde ich, egal was für ein Körper- oder Schlaftyp ihr seid. Die Bezüge sind übrigens auch abnehmbar und waschbar und ich glaube, das wissen viele nicht, aber ihr findet bei Emma Matratze nicht nur Matratzen, sondern auch Topper, unser Topper ist zum Beispiel auch von da, Betten, Lattenroste und auch Kissen und da habe ich auch einen absoluten Favoriten. Und zwar ist es das Emma Originalkissen, das ist mega weich, aber stützend und das hat auch einen kühlenden Bezug. Und ich blende euch noch hier meinen aktuellen Emma Matratze Rabattcode ein und zwar lautet der Julia Happy. Und damit könnt ihr nochmal 5% on top sparen über alle Angebote hinaus. Ich packe euch den Link in die Infobox, da findet ihr nochmal alle Infos zum Nachlesen. Der Code ist für Deutschland, Österreich und Schweiz gültig für ein Jahr. Also könnt ihr euch sehr gerne mal merken. Kommentiert sehr gerne mal, ob ihr mit eurer aktuellen Matratze eigentlich zufrieden seid. Schlaf ist so wichtig und dafür ist eine gute Matratze sehr, sehr wichtig. Unsere Matratze hat auch einen super soften und hochwertigen Bezug und die besteht übrigens aus einem Viskoseschaum mit Memory-Effekt, einfach für die optimale Druckentlastung. Also sehr nice Sache. Und dann geht es weiter in die Küche. Fun Fact, ich trinke einfach unfassbar viel Tee, vor allem morgens. Ich liebe das einfach total. Und dann geht es auch schon an meinen Schminktisch, der ist super chaotisch. Hier seht ihr dann einfach mal die pure Realität. Und dann habe ich erstmal mit Sprachsteuerung das Licht in meinem Schminkzimmer angemacht. Mach das Licht im Einkleidezimmer rosa. Das auf den Schränken. Ich liebe das einfach. Und dann habe ich mich auch schon geschminkt. Also ich habe heute so ein bisschen mehr aufgetragen als sonst, denn ich wusste, dass ich auch schon gleich etwas filmen werde und dafür wollte ich mich so ein bisschen zurecht machen. In ganz vielen Fällen bleibe ich morgens auch einfach ungeschminkt. Eigentlich schminke ich mich nur, wenn ich irgendetwas Cooles drehen möchte, so irgendein cooles Reel oder ein YouTube-Video oder sowas. Ansonsten bleibe ich momentan sehr oft Make-up-free, was auch mal ganz nice ist für die Haut. Und weil das Schminken echt ordentlich lange gedauert hat, packe ich euch jetzt hier einfach mal so eine Zeitrafferaufnahme ein. Das ist so mein Standard natürlich aussehendes Film-Dreh-Make-up. Schon ganz gut Foundation, Concealer etc. drauf, aber auf den Augen nur ein bisschen Mascara, damit es nicht zu überladen aussieht. Fertig mit Schminken und es hat an der Tür geklingelt und es kam ein Paket an, auf das ich richtig lange gewartet habe. Und zwar unser neuer Teppich. Den habe ich dann noch erstmal ausgepackt. Ich kann euch hier sehr gerne mal einblenden, wie der alte Teppich aussah. Das hatte ich auch schon in meiner Insta-Story thematisiert. Der hat einfach super viele Flecken, die nicht mehr raus gehen, weil einfach die Katzen schon öfter darauf gekotzt haben. Der Teppich war auch schon in der Reinigung. Leider kann man das Material nicht so leicht reinigen. Und die Katzen macht irgendwie dieser eine Stoff am Rand super aggressiv, weil sie kratzen den einfach immer kaputt. Deswegen haben wir uns für einen neuen Teppich entschieden, der deutlich einfacher zu reinigen ist. Und hier seht ihr einmal ein Vorher und ein Nachher. Ich liebe es richtig und der neue Teppich ist einfach so, so flauschig. Übrigens habe ich total den Bad Hair Day. Ich weiß nicht genau, was mit meinen Haaren los ist. Offen sehen sie auf jeden Fall schon mal nicht gut aus. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für einen strengen Zopf entschieden. Das mache ich momentan wirklich richtig gerne. Ich versuche da meine Babyhaare mit Haarspray zu bändigen oder auch zum Beispiel so Aloe Vera Gel. Das funktioniert ganz gut. Und ich habe es jetzt erstmal mit einer Klammer versucht, aber irgendwie hat es mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich die Klammer wieder entfernt und trage dann einfach so ein
Topf. Das funktioniert am besten heute für meine Haare. Dann habe ich mein Wohnzimmer ein bisschen umgebaut, denn an diesem Tag wollte ich noch ein Reel hochladen. Und das habe ich dann direkt morgens gedreht, weil das sonst vom Timing einfach nicht hinhaut. Deswegen war das quasi das allererste auf meiner Liste. Und dafür brauche ich erstmal den perfekten Hintergrund. Dann verrücke ich meistens immer Möbel etc. Und weil das Wetter heute einfach so doof ist, so dunkel und so wechselhaft, habe ich mich auch dafür entschieden, das Reel lieber mit Softboxen zu drehen, also mit künstlichem Licht. Denn ich brauche für die Transitions im Reel ein gleichbleibendes Licht, sonst funktioniert das leider nicht. Und weil das mit dem Wetter aktuell nicht möglich ist, habe ich das dann künstlich gemacht. Ich habe dann auch einfach das Outfit vom Reel angelassen, weil ich dann nämlich dringend zur Post musste. Ich muss noch ein Paket für eine Kooperation abholen und dann bin ich jetzt auch schon im Aufzug mit meinem fertigen heutigen Look. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ihr könnt euch jetzt eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social Media Seiten und ich habe euch lieb. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.